Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Wir haben einen knappen Sieg errungen gegen die Anmut des Greifen. Aber auch nur, weil der ja ziemlich rumgebackt ist. Und ja, mit der Legio 4 haben wir jetzt insgesamt innerhalb von ein paar Minuten oder also einer Runde von Pergamon haben wir drei Armeen zurückgeschlagen. Also, die kann sich schon sehen lassen, auf jeden Fall. Und das da hat er auf jeden Fall auch wieder erobert. Okay. Ja, ne? Das war ja auch noch sowas, was jetzt klar war, dass die Bergmänner kommen. Das werde ich auf jeden Fall trotzdem spielen. Weil, ja, Hauptsache so viele Feinde mitnehmen wie möglich. Und wenn man das nicht selbst spielt, dann, ja. Also, wenn man so wenig Chancen auf, oh, da sind sie. So wenig Chancen auf Gewinn hat, wird das auch eigentlich, ja, da macht man den Feind eigentlich keinen Schaden, also. Das ist einfach so. Gut, also hier General. Ist hinter dem. Dann die da sind hier. Die da sind. Sind hier. Der da ist hier. Und schauen wir mal, ob der die beiden Eingänge nimmt. Wenn er klug ist, ja. Wenn er schlau ist, wird er drei Wege nehmen. Aber ja, nee, er nimmt schon. Er nimmt schon beide. Weil wie immer macht er natürlich unser General wird angegriffen. Die Söldnerkavallerie schmeißt er wie jedes Mal weg. Männer wanken. Oh. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jupiter gibt uns Kraft. Doppelte Geschwindigkeit.
So, mal schauen, ob ich den ja in den Rücken fallen kann. Das wäre natürlich sehr lustig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wow, ja. Das ist ein bisschen aggressiver vorgehen hier. Cool. So eine haben wir schon mal aufgelöst. Und hier lösen sich unsere auf. So, Evokati-Kohorte. Ja. Wir haben halt da noch volle Munition. Das ist ein bisschen blöd. Alter, denen geht's total gut. Okay, jetzt sind die allein. Oh, hey, Junge, schau mal. Schon krass. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Mir hat war doch gar nicht am Feind dran. Geil, danke. cool, ein Baum. Na, da geht's jetzt. Richtung Ende. Ja, die halten wirklich lange aus. Ja. Okay, das war's jetzt. Aber richtig cool. Also, die waren echt nicht schlecht. 400 hat er getötet. Uiuiuiuiuiui. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und die haben 6 und 3. Naja, wenigstens etwas. Der hätte wahrscheinlich auch so 40 mehr gekillt, wenn er seine Wurfspeere einsetzen hätte können. Aber ein krasser Kommandant.
Nochmal so eine. Aber da habe ich mehr Chance. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wird es ja jetzt wirklich wieder so eine... Ach, sieh mal eine an. Die Kämpfer der Medusa-Köpfe. Wer ist mein... Das ist aber nicht meine Armee, ne? Ich bunker mich mal hier ein. Und wenn mein Kumpel rechtzeitig kommt, dann chillig. Wenn nicht, dann nicht chillig. Gut, also. Der stellt sich hier komplett auf. Die stellen sich hier auf. Die stellen sich hier auf. Die stellen sich da auf. Und da kann ja einer nochmal zurück, wenn... Wenn der dahin geht. Ah. Zick, 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 zick. Wie oft der hinklickt, ne? Okay, der geht ja jetzt richtig aggressiv rein. Junge, der will mir wirklich helfen. Finde ich gut. Okay. Der geht ein bisschen stupide rein, wenn ich's. Der Feind greift unseren Verbündeten an. Wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich bleib trotzdem mal hier. Weil ja, es bringt ja nicht, wenn ich jetzt am Anfang meine Einheiten schon aufreibe. Weil das macht er ganz gut eigentlich. Voll nice. Mal echt interessant, so Computerspieler gegeneinander spielen zu sehen. Der schickt halt seinen General da rein. Der ist nicht ganz so clever von. Aber, also der kann sich, glaube ich, gerade gar nicht entscheiden. Aber jetzt lieber... Aber jetzt lieber, hier das einnehmen will. Oder ob er wirklich... Oder ob er, ja, hier die Armee angreifen soll. Ich warte mal, bis der noch kommt. Der feindliche General ist tot. Ja.
Der hätte eine Einheit oder ein paar Einheiten, also zwei Einheiten hierhin und dahin stellen müssen und mit dem Rest hier mich vernichten müssen. Weil so, also hier hätte er sich wunderbar einbunkern können. Aber so ist er jetzt eigentlich nicht mehr ganz so optimal, weil jetzt ist halt seine Armee da. Und das sind Pikiniereinheiten, ne? Weiß er schon. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich muss jetzt auch schauen, dass ich das noch überlebe, aber ich glaube schon. Ein kleiner Charge von vorne hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dürfte reichen. So, der bleibt mal da und wirft seine restlichen Dinger. Ja, Wurfsperre raus. Und nochmal eine Charge. Charge, nee. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, super. Und jetzt kann der nämlich seine Munition aufbrauchen. Und ja, mein Verbündeter macht die währenddessen platt oder wird platt gemacht. Nee, der macht den schon platt. Auch wenn der ein bisschen komisch kämpft. Na los, werf. Du darfst werfen. Oder bekommst du keine richtige. Ah, hier kann er werfen, okay. Könntet ihr euch mal eher darum? Oder ich gehe nach da. Nicht so nah, nicht so nah. Ihr sollt noch nicht kämpfen. Ihr werft erstmal. Ups. Ihr seid eure Pieler. Ja, so gefällt mir das. Das ist schön. Mit dem letzten Charge. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Naja, okay, ein bisschen. Bisschen Munition hat er noch, aber das ist vollkommen in Ordnung. So, wie geht's dir, mein Buddy? Alter.
Als ob er dadurch kein... Also, ja. Ich glaube, ich weiß, warum die so programmiert wurden, dass das keine Friendly Fire macht, weil das hätte der Computerspieler nicht gecheckt, dass das Friendly Fire macht. Oder wie hätte er das checken wollen? Ich meine, da hätte er jetzt die ganze Armee selbst platt gemacht. So. Ey, du könntest mal ein bisschen hier kommen, ne? Hier hin. Also einmal so ein fetter Charge von hinten. Und ich wäre zufrieden. Ja, aber jetzt wankt der und dann kommt er hoffentlich zu mir, ne? Komm zu mir! Hallo! Kommst du zu mir? Nicht wirklich. Er macht sich erstmal hier breit. Okay, haltet noch ein bisschen durch. Gleich kommt. Die kommt gleich. Ach komm, echt jetzt? Der kommt nicht zu mir. Ach komm. Nicht nach da. Wohin gehst du denn? Kann ich irgendein Signal machen? Ja. Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Yay, ihr habt's geschafft. Sehr müde im Nahkampf. Einheit verliert, klar. Yes, jetzt kommt der Charge und die sind alle schon wankend. Das ist super. Nein! Wieso nicht? Warum? Wo willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ja, wow. Jetzt wanken die natürlich, weil... Was machst du? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Willst du mich verquaken? Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, es hätten beide... ja, jetzt kommst du, ne? Jetzt. Meine Güte. Ja, und jetzt gehst du wieder zurück? Eieiei. Junge, der hat 600 von, knapp 700 verloren von 1800. Ja, naja. Alle Wege führen nach Rom, ja, das stimmt wohl. Das ist echt lustig, weil letzte Runde habe ich angefangen mit damit, dass ich die Runde beendet habe und dann kamen zwei große Schlachten und dann habe ich hier angefangen. Und es war wieder eine große Schlacht und es ist eigentlich die Folge wieder vorbei. Das ist echt krass. Ein Sohn wird erwachsen. Politische Intrigen. Konsequenzen. Dieser Charakter ist erwachsen und kehrt mit seinem erworbenen Wissen zurück. Plus 2 Alpha. Kapitulationen bevorstehen. Rang erhöht. Land für Feind offen. Weil da kein Feind ist. Naja. So, gut. Ich verstehe nicht, warum der nicht...
Warum ist der nicht dabei? Na. Dann erobere ich halt das nächste Mal zurück. Genau, das war die Medusa-Köpfe da. Ups. Ja, da ist noch so ein kleiner Zipfel von irgendeinem anderen Land. Ja, ja. Ja, ja. So, du gehst jetzt mal dahin. Du scoutest jetzt mal da weiter. Du gehst jetzt mal... da an Land. Du gehst mal da an Land, du gehst mal auch an Land und du, ich würde sagen, nächste Runde werden wir hier dann angreifen. Ah, ja, ja, ja. Du hast zu Recht eine Fähigkeit bekommen. Du bist ein Krieger. Okay, also ich könnte hier weitermachen oder da. Nächster Kriegsschrei. Angriff. Oh, das ist auch gut. Kampfgeist. Ich mach mal hier weiter. Moral. Geheimaktion. Geheimaktion. Nahkampf. Geheime Aktion brauche ich ja eigentlich nicht, weil ich ein Krieger bin. So, du gehst hier jetzt mal. Jetzt wird der da wahrscheinlich hier nochmal. Ja, der kommt hier hin. Uiuiui. Aber ich glaube, ich werde das nochmal. Ich werde das auf jeden Fall halten können, weil jetzt habe ich nämlich seine Katapulte. Das da werde ich jetzt auch easy wieder einnehmen können, weil da ist ja mein Buddy. Der Makedone. So. Ja, hier mache ich mal... das hier und öffentliche Ordnung. So, das ist schön. Und ich würde sagen, jetzt hören wir auch wieder auf. Minus 8 Nahrung. Minus 8 öffentliche Ordnung, das geht eigentlich. Ja, wobei Nahrung. Ja, doch. Nahrung brauche ich jetzt schon wieder. Hier, das da brauchen wir alles nicht mehr, ne? Wobei, das ist dann sehr unattraktiv für die, für welche, die das einnehmen wollen. Aber wer will das einnehmen? Das ist die Frage. Hier, das brauchen wir noch. Ja, wer bist du denn eigentlich? Wieso hast du so wenig Einheiten? Prätorianer? Warte mal, wer bist du eigentlich? Ist das mein Familienoberhaupt? Echt jetzt? Ernsthaft? Dann brauchst du auf jeden Fall. Warte mal. Nee, das ist der da, ne? Genau, Silius. Ach, der ist da drin. Maro? Warte.
Ich bin gerade verwirrt. Wo ist denn der? Na, egal. Bekommst du auf jeden Fall mit der Adlerkohorte brauchst du. Auf jeden Fall eine. Dann nochmal zwei Legionärkohorte. Und dann habe ich 19 und dann noch eine. Gepanzerte kann ich, glaube ich, nicht da unten bauen. Rotische Steinschleuderer könnte ich auch bauen. Dann könnte ich die schwere Onaga wegtun. Und stattdessen... Nee, nee. Gut, ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal werden wir dann in Afrika landen. Bye, bye.